Hallo ihr lieben Wrestling-Nerds und herzlich willkommen bei Weidemania und unserem Recap zu WrestleMania 33. Ja, ich werde heute nicht alleine vor der Kamera sitzen und blubbern, also auf der einen Seite schon, aber wir werden regelmäßig hier die Meinung eines anderen Zuschauers einblenden und ich bin froh, dass er dabei ist und dass er gesagt hat, jo komm, wir machen das so. Das ist Maxi von The Final Stage Show. Er war auch bei mir zu Besuch, ne? Die beiden, also er und seine Freundin Claudi waren bei uns zu Besuch, haben hier übernachtet, wir hatten einen schönen Abend, haben mit noch anderen Freunden aus meinem Freundeskreis die WrestleMania live geguckt. Und es wäre natürlich eine geile Sache gewesen, heute so nach dem Frühstück oder so, sich dann hier nochmal live vor die Kamera zu setzen, aber die beiden wollten dann auch los und haben natürlich noch einiges zu tun gehabt heute und ich war auch total platt, das kommt auch noch dazu, dass ich dann gedacht habe, ach komm, du machst das dann mal in einer ruhigen Minute. Und Maxi hatte auch Bock drauf, hat seine Sachen auch in einer ruhigen Minute aufgenommen und wir werden einfach mal so kurz zwischen unseren Meinungen hin und her switchen bei den jeweiligen Matches und ich bin gespannt auf seine Meinung, weil wir haben uns natürlich auch, als die ganze Veranstaltung live lief, so ein bisschen drüber unterhalten und ich glaube, wir sind da schon teilweise unterschiedlicher Meinung. Aber wir werden jetzt wirklich mal Schritt für Schritt die Matches durchgehen. Ich werde Maxi auch nochmal eine kleine Anleitung geben, dass ich von ihm erstmal ein kurzes Vorfazit hören möchte, weil somit fange ich ja eigentlich immer meine Recaps an, indem man einfach, bevor wir in die einzelnen Matches gehen, mal kurz überlegen, okay, was hat uns die WWE da garniert und wie fand ich das überhaupt? So, erstmal ein kurzes Vorfazit. WrestleMania 33, was soll man groß sagen? Ich habe bessere gesehen, ich habe schlechtere gesehen. Aber eins muss man dem echt lassen, im Vergleich zu den letzten Jahren ist WrestleMania 33 doch um Längen wieder besser geworden. Allein schon, dass sie nicht mehr unbedingt so drauf gesetzt haben, dass jedes Segment von irgendeinem seit 10 Jahren in Rente gegangenen eingeleitet wird. War schon gut, ne, dass wieder mehr Vertrauen ins eigene Roster besteht. Also entweder das oder die ganzen Oldtimer haben einfach gesagt, nö, kann natürlich auch sein. Aber das war schon mal gut, dass wirklich der eigene Roster auch tatsächlich Teil der ganzen Show war. Allein die Kickoff-Show war schon cool, also die Matches natürlich. Der Rest hat sich gezogen wie ein Kaugummi, ist halt eine Pre-Show, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Aber die Pre-Show hat richtig in die Laune gebracht. Das WrestleMania selber hatte Höhen und Tiefen, war sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Pitbull war ein bisschen über, aber naja, ist halt so. Ne? Der Musik-Act muss ja irgendwie traditionsmäßig mit rein. Und an und für sich, muss ich sagen, bin ich zufrieden. Also ich bereue nicht, da bis morgens 6:30 gesessen zu haben. Es war besser als befürchtet, allerdings auch viel schlechter als erhofft. Denn ich sag mal so, wenn man ein bisschen menschlichen Verstand walten lässt, dann hat man natürlich so ein bisschen Vorstellung und denkt sich so, okay, wenn die WWE das so und so und so dreht, dann könnte die Storyline sogar noch weitergehen oder das wird nochmal ein Pfeffi reinbringen irgendwie oder was weiß ich. Also ja, und irgendwie hat Vince McMahon und sein Storyteam eine Gabe dafür, solche Erwartungen oder solche Hoffnungen, also mit dem Vorschlaghammer zu zerdeppern, ist echt eine Wonne, ne? Und man sitzt da oft und denkt sich so, wie sind die jetzt wieder da drauf gekommen, ne? Aber gut, sie rulen das Business ja schon seit vielen, vielen Jahren und es wird schon Sinn haben, warum viele Sachen so ausgegangen sind, wie sie sind. Mit dem Ende bin ich absolut nicht einverstanden. Da muss ich aber dann aber auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ich denke mal, wenn ihr dieses Recap heute guckt, dann habt ihr WrestleMania 33 schon gesehen, weil sonst hier sind natürlich Spoiler ohne Ende drin. Vor allem übers Ende müssen wir mal ein bisschen ausführlicher reden. Aber wir werden Match für Match durchgehen. Ich werde dann zwischen meiner und Maxis Meinung hin und her schalten. Kickoff-Show, damit hat das Ganze begonnen. Wir waren natürlich von Start an dabei. Die beiden waren schon relativ früh am Tag bei uns. Wir haben dann ein bisschen gebruncht. Wir haben im Nachmittagsbereich dann noch die NXT-Show vom Vortag gesehen, die vernünftig war, aber es gab schon deutlich bessere Takeovers. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich NXT gedacht hat, wir stapeln mal wieder nicht ganz so hoch, weil letztes Jahr war ja überall die Beschwerde, ja, NXT Takeover war 10-mal besser als WrestleMania und bla bla bla. Das haben sie, glaube ich, versucht, dieses Mal ein bisschen zu unterbinden. Es war ein vernünftiges Pay-Per-View oder eine vernünftige Supershow, aber deutlich unter dem Schnitt, den viele andere Takeovers schon gebracht haben. Aber trotzdem definitiv mal einen Blick wert und gerade das Tag-Team-Match, was die bei NXT TakeOver gemacht haben, absolut zu empfehlen. Richtiges Top-Match, wenn nicht das Top-Match des Monats, würde ich fast sagen. Gut, Kickoff-Show begann mit dem Kampf des Cruiserweights. Also, wir persönlich haben selbst gemeint, es war ein bisschen blöd, dass dieses Match so direkt an den Anfang der Kickoff-Show gepackt wurde, weil es war wirklich gut.
Ich mag Austin Aries eigentlich gar nicht so, aber er hat mich in dem Match total überzeugt. Es war ein super unterhaltsamer Kampf. Die beiden haben das schön aufgebaut und es waren richtige Highspots auch irgendwie drin. Zwei Typen, die ich sowieso gerne mag. Neville war ja leider lange außerhalb der Action. Leider, leider, leider. Ist aber wieder da und zwar als Heel. Heel kann er auch besser als Face, finde ich. Und Austin Aries ist auch einfach rundherum ein großartiger Typ im Ring. War auch mal echt Zeit, dass der zur WWE kommt, weil, solange er noch ein paar gute Jahre in sich hat. Und die beiden als erstes Match, Hammer. Also ein richtig, richtig geiles Match. Austin Aries ist einmal ganz beschissen auf seinen Kopf geknallt, richtig oben auf Pläte. Das war unschön, da hat man auch gemerkt, da war erstmal eine Minute ein bisschen die Luft raus. Haben sie ihm etwas Zeit gegeben, sich mal ein bisschen auszuschütteln, damit es wieder ging. Aber dann der letzte Teil des Matches, wie man es halt kennt, wie man es gewohnt ist, wie man es ja auch erwartet von den richtig schön hard-hitting, schnell, flippig, ja? Und doch, hat auf jeden Fall ein gutes Bild gegeben auf dieses ganze 205 Live-Ding, was ich finde, was noch viel besser gehalten werden muss, was viel mehr gepusht werden muss. Und auch auf die beiden Performer, ja. Richtig gutes Wrestling, richtig schönes Finish. Ich mag den Red Arrow von Neville sowieso super gerne, von daher kam das schon gut und hat als erstes Match der gesamten Show auf jeden Fall richtig die Stimmung hochgerissen. Wie gesagt, sehr schönes Match. Neville hat auch verdient gewonnen. Also ich finde ihn in seiner Heel-Rolle richtig gut. Und so kann es weitergehen mit den Cruiserweights. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht zuzugucken. Und auch die anderen Gäste, die so da waren, das waren nämlich auch Leute, die jetzt nicht regelmäßig Wrestling gucken, waren echt angetan und haben gesagt, ey, wow, vom athletischen Standpunkt her und vom Matchaufbau, vom Storytelling richtig geil. Als zweites hat uns die WWE dann die Andre the Giant Battle Memorial Royale Gedöne um die Ohren gehauen. Andre the Giant Memorial Battle Royale. Man könnte auch sagen, die 20 Minuten Pipi-Pause. Das fing schon komisch an und man dachte so, okay, ist die WWE jetzt schon in Zeitnot? Weil der absolute Großteil der im Ring befindlichen Wrestler war irgendwie schon einmarschiert. Man sah das so ein bisschen im Hintergrund bei dem Kick-Off-Panel, dass die da schon die Rampe runterrannten. Und es kamen nur ein paar Leute mit wirklichem Einmarsch rein. Big Show, Braun Strowman, war noch irgendwer, der einen richtigen Einmarsch bekommen hat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin fest von ausgegangen, dass Braun Strowman das Ding holt, weil das so zu seinem Aufbau gerade passt. Aber gut, ich sag mal so, die Andre the Giant Statue hat ja auch null Bedeutung. Ne? Also was ist aus den Leuten geworden, die das in den letzten Jahren gewonnen haben? Naja, dass das Ding nichts wert ist, wissen wir ja. Ich meine, die letzten Jahre, wir haben da gesessen, uns unterhalten, wer die letzten Jahre gewonnen hat. Ich musste echt hart überlegen, wer die Dinger überhaupt mitgenommen hat. Aber das war ja hier Big Show, Cesaro, dann hatte noch mal Baron Corbin gewonnen. Waren das die drei? War das jetzt erst das vierte Mal? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist ja egal. Ist ja egal, weil es ist wirklich egal. Das Ding ist scheißegal. Andererseits, wenn das Ding so egal wäre, würde es mich nicht so stören, dass Mojo Rawley gewonnen hat. Es passt halt dazu, dass die WWE aktuell viel zu viel Titel hat. So, es ist so dieser Gedanke, genau, einer der Gäste sagte, das ist die Waldorf Wrestling Entertainment Gruppe, also WWE, weil jeder kriegt so seinen Preis, ne? Also keiner ist ein Verlierer, das ist irgendwie das Dämliche gerade. Ne? Früher gab es ein Intercontinental Championship und ein Heavyweight Championship und Tag Team und das war's. Ne? Heutzutage hat jede Show ihren Tag-Team-Titel. Es gibt den United States und was weiß ich alles. Ne? Und diese blöde Statue, die keine Bedeutung hat und so weiter. Und das ist irgendwie der falsche Weg. Also kann nicht sein, dass jeder da ein Gewinner ist. Also ich erinnere mich noch, dass in dem Match immer wieder die Kamera auf Ziggler war. Und Ziggler war ja auch auf der Seite des Rings, wo die Hardcam steht. Und der ist die ganze Zeit immer außen an den Ringseilen am Hängen gewesen. Und die Kommentatoren sind voll drauf eingestiegen, wie der sich mal wieder gerettet hat und so. Da habe ich schon gedacht, nimmt Ziggler das Ding mit nach Hause? Ja, weiß man nicht, mal gucken. Aber nein, er war wie immer nur dafür da, jemanden anders gut aussehen zu lassen. Und zwar wurde schön aufgebaut, dass er sich immer wieder gerettet hat und so. Und dann kam Mojo Rawley, schwupps und tschüss. Ja, und dann hat er Hilfe bekommen von, ich habe keine Ahnung wem. Das ist wohl irgendein Footballspieler oder so. Weiß ich nicht. War okay. Nichts Besonderes. Aber ja, Andre the Giant Memorial Battle Royal. Der wird jetzt bei den nächsten ein, zwei Shows von seinem Roster, ich weiß nicht mal, in welchem Roster der ist. Ich glaube, der ist bei SmackDown. Keine Ahnung. Ja, egal. Auf jeden Fall wird er da mal wieder was sagen von wegen, ja, ihr habt das Ding gewonnen. Juhu! Und danach versinkt er hoffentlich wieder in Vergessenheit. Mojo Rawley, ey, fucking hell, was soll das denn bitte? Was wollen sie denn aus ihm bitte machen? Aber gut, die WWE muss es natürlich wissen. Und wie gesagt, ich weiß es doch eh, weil die Battle Royale heißt nix.
Deswegen wird auch Mojo Rawley genauso in der Versenkung verschwinden oder in der Midcard versauern wie Baron Corbin zum Beispiel. Gutes Stichwort, das ist nämlich der nächste Kampf. Das letzte Match in der Kickoff-Show war Baron Corbin gegen Dean Ambrose, wo ich sagen muss, dass ich mich kaum noch an das Match erinnere, weil es auch sehr unspektakulär war. Das Einzige, was uns aufgefallen ist, dass Baron Corbin möglicherweise nicht mehr unbedingt so lange Haare haben sollte. Das sieht alles sehr dünn und fisselig aus. Das könnte bald in einer Hulk Hogan-Gedächtnisfrisur enden, nur eben in dunkel. Ansonsten, ja, war halt ein Baron Corbin Dean Ambrose-Match. Baron Corbin, ich weiß nicht, ihm fehlt einiges. Ne? Am Mikro finde ich ihn echt schwach. Auch wrestlerisch, weil er noch nicht so lang im Business dann auch irgendwie ist. Er kommt ja aus dem Football. Also, es war auch unheimlich behäbig, das Match. Das ist eben auch den Leuten aufgefallen, die so bei uns zu Besuch waren, die nicht so regelmäßig im Wrestling drin sind. Und selbst die haben gesagt, boah, da ist gerade ordentlich die Luft raus. Und auch, man hat es am Publikum auch gemerkt. Ne? Also das Cruiserweight-Match kam auch direkt besser an. Klar, die Leute waren euphorisch, es geht jetzt endlich los. Endlich gibt es ein bisschen Ring-Action und so, weil die Kickoff-Shows an sich schon langweilig genug. Und es war jeder froh, dass jetzt wirklich was losgeht. Ja, dieses Match war aber ein ziemlicher Flop. Und Dean Ambrose ist weiterhin Champion. Verdienterweise, wie ich finde, aber auch die WWE lässt ihn gerade so ein bisschen abgluckern. Und da ging es los. Der Ultimate Thrill Ride, also WrestleMania 33, die Kickoff-Show war vorbei. Über die ganzen Interviews dazwischendurch und so, da will ich jetzt gar nicht reden. Das ist natürlich alles stinklangweilig gewesen. Wie gesagt, die Matches, naja, für eine Kickoff-Show völlig okay. Wir haben uns so gedacht, okay, was war jetzt mit den SmackDown-Women? Die waren doch auch für die Kickoff-Show angekündigt. Ja, und die erwarteten uns ja dann im späteren Verlauf des Abends noch. Aber platziert haben sie die dann doch wirklich sehr, sehr scheiße, wie ich finde. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, die Show ging los und boah, dieses ganze Artwork von der WrestleMania hat mir eh schon nicht gefallen. Ne? Diese Sonne da im Hintergrund, das sieht alles so 90er-mäßig aus. Und auch dieses Intro mit dieser Achterbahnfahrt, also ich will jetzt nicht 90er Jahre sagen oder so, aber also es wirkte völligst behämmert irgendwie. Ich konnte da gar nichts mit anfangen. Und noch dazu wurde uns irgendwie allen schlecht im Wohnzimmer, weil wir diese Achterbahnfahrt auf einem relativ großen Fernseher dann irgendwie auch ein bisschen zu lang serviert bekommen haben. Wer hat da zu viel Crack geraucht in der Kreativabteilung der WWE? Sehr geil an WrestleMania 33 war aber der Opener der Hauptshow, und zwar AJ Styles gegen Shane McMahon. Und das war gut, dass es der Opener war, weil sonst hätten viele wahrscheinlich wieder so einen typischen Shane McMahon Highspot erwartet, dass der irgendwie mit dieser über der Entrance Ramp gebauten komischen Achterbahn da fährt und dann aus der Achterbahn runter auf AJ Styles springt oder so. War klar, dass nichts irgendwie in die Richtung kommen würde, weil jünger wird Shane McMahon ja nur auch nicht. Und das hätte auch nicht wirklich gepasst. Nein, die haben tatsächlich meine Erwartungen gesprengt. Und das waren nicht viele, ich geb's zu. Aber naja, gut, jedes Match mit AJ Styles ist automatisch irgendwie gut. Ja? Und er hat's geschafft, Shane McMahon doch auch viel besser aussehen zu lassen, als er tatsächlich noch ist. Und dieses Coast-to-Coast hin und her geballere. Also das ist ja ein sehr geiler Move. Von wegen hier eine Mülltonne in den Schoß drücken in der Ringecke und dann von der gegenüberliegenden Ecke voll in diese Mülltonne reindölmern. Finde ich geil, aber dass AJ Styles das zuerst machen wollte und Shane gekontert hat und das dann selber gemacht hat, fand ich cool. Das war ein bisschen dämlich, als die Mülltonnen reingeholt wurden, dass dann direkt einfach auch, da hat man richtig gesehen, wie er darauf geachtet hat, dass er auch wirklich 2 Tonnen mitnimmt. Das war ein bisschen blöd von der Kamera her, aber naja gut, das ist halt live, ne? Dann ist es so. Aber war gut, doch, war gut. Hatte auch genug Zeit, sich zu entfalten, war aber auch nicht zu lang, um tatsächlich merken zu lassen, dass Shane kein Wrestler ist an sich. Also haben sie echt gut gemacht und war auch ein sehr, sehr guter Opener. Ja, und irgendwann war das Match tatsächlich an dem Punkt, wo Shane McMahon merkte, und das war auch storytechnisch wieder ganz gut gemacht, weil wir haben bis dahin gedacht so, naja, ist ganz unterhaltsam, aber irgendwie passt das nicht. Man wartet bei Shane McMahon nicht auf diese MMA-Action, sondern man will ja Spots sehen. Man will ja sehen, was er wieder Krankes macht. Und als er gemerkt hat, ich komme hier nicht vorwärts mit diesem MMA-Gedöne, hat er natürlich wieder angefangen, irgendwelche riskanten Spots auszupacken. Und das Highlight war natürlich seine Shooting Star Press, also ein Move, wo man eigentlich denkt, boah, der ist doch lange schon verbannt, spätestens seitdem Brock Lesnar den dermaßen krass gebotcht hat damals, also sich wirklich das Genick da fast gebrochen hat. Und also
sehr, sehr geil ausgeführt und dann auch noch nicht mal auf dem Gegner gelandet, sondern der Gegner durfte sich noch wegrollen. Ne? Also AJ Styles ist noch rechtzeitig aus dem Weg gerollt und Shane McMahon ist nach dieser echt gut ausgeführten Shooting Star Press komplett frontal auf den Boden gelandet und ich kann mir gut vorstellen, dass der erstmal 2 Minuten lang null Luft bekommen hat. Wirklich krass. Also wow. Ab da haben wir natürlich auch ganz anders über das Match gedacht und ab da hat es auch ein bisschen Fahrt aufgenommen, so dass man am Ende, als dann AJ Styles auch gewonnen hat, gedacht hat, ey, das war ein cooler Starter, ne? Also gerade Maxi hat mir auch erzählt, er hat deutlich, deutlich weniger erwartet, vor allem von diesem Match. Also nach diesem doch sehr guten Opener erwartete uns dann ein Kampf, den ich eigentlich viel später erwartet hatte, und zwar Kevin Owens gegen Chris Jericho. War dann aber auch nicht ganz so genial wie angedacht. Also ich habe da ein bisschen mehr erwartet, aber es war natürlich ein grundsolides Match. Ja, auch irgendwie, man hat es wirklich, finde ich, ein bisschen gespürt. So diese Story, die sie verkauft haben, haben sie wirklich auch gut rübergebracht. Also ich habe es schon irgendwie gespürt, so diesen gegenseitigen, ja, wir haben das genannt, Disgust. Ne? Also sie verabscheuen sich mittlerweile gegenseitig. Ich glaube, dass die beiden natürlich hinter der Bühne immer noch Best Buddies sind, aber gerade das macht die Chemie dann in so einem Kampf umso besser irgendwie, ne? Also dass sie so wirklich auch gut tun können, als ob sie sich gerade auf den Tod nicht ausstehen können und sich gegenseitig auslöschen wollen. Ich mag ja Chris Jericho und Kevin Owens beide sehr, sehr gerne und hatte auch richtig Bock auf dieses Match. Und es war geil. Es war richtig gut. Chris Jericho, obwohl er inzwischen ja auch schon 46 ist oder so, bewegt sich ja tatsächlich im Ring immer noch, als wäre er Anfang 30, was auch extrem dem Match zugute kommt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das so eine gute Kombo ist, zusammen mit dem doch eher hard-hitting und sehr schnellen Owens, aber hat gut hingehauen. Ja? War geil. Vor allem diese ganze Reihe von sehr, sehr kreativen Countern, ne? Also wie Moves teilweise gecountert wurden, wie Owens Jericho hochgeworfen hat für seine Pop-Up-Powerbomb. Jericho aber in der Luft nochmal so den Kopf genommen hat und dann wurde da so ein Pop-Up-Codebreaker draus und so. Das sind so Sachen, die sind immer ganz schön. Und doch, hat insgesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was ich schade finde, ist, dass Owens gewonnen hat, indem er ihn einfach dann wieder auf den Ring-Apron gepowerbombt hat. Das ist einfach nicht schön, weil das ist halt auch nicht irgendwie, ja, er ist ein Heel, er muss ja jetzt böse Sachen machen, sondern das ist ja wirklich scheiße und böse und tut verdammt weh, glaube ich. Aber naja, gut, ist jetzt so. Aber das Großartigste daran war WrestleMania. Das heißt, du hattest oben auf der Stage, wo Jericho rausgekommen ist, so eine riesengroße, aufblasbare List of Jericho. Das war geil. Das war schön, doch. Der Kampf war absolut gut, da kann ich gar nichts Negatives gegen sagen. Es war aber auch so ein bisschen, ich glaube, falsch platziert. Weil nach dem sehr guten Opener bräuchte man eigentlich eher erstmal so einen Filler. Und dafür war das Match eigentlich zu gut und ist deswegen nicht so richtig zur Geltung gekommen, wie ich finde. Ja, danach erwartete uns der erste Frauenkampf des Abends und zwar das Fatal 4-Way Match oder ein Elimination Match sogar um den Raw Women's Title. Und zwar waren das Nia Jax, Sasha Banks, Charlotte Flair und die Championess Bayley, die auch verteidigt hat, womit ich auch an und für sich zufrieden bin, weil nochmal Charlotte oder nochmal Sasha Banks hätten wir nicht gebraucht. Sie haben es irgendwie hinbekommen, Nia Jax aus dem Match rauszukriegen, ohne dass sie schwach dabei aussah. Also die haben sie ganz gut beschützt, eben dadurch, dass die anderen drei Frauen erstmal zusammengehalten haben, um sie dann zuerst wegzueliminieren. Mit dieser ja, Triple Power Bomb, meine ich, war das, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube ja. Und das war auf jeden Fall sehr gut gemacht, aber als Nia Jax raus war, fand ich es ein bisschen verloren. Das war halt so typisch, ja, typisch WWE-Frauen-Matches. Also mit mehreren Personen. Es sind halt immer zwei im Ring, die sich gerade kloppen und der Rest rollt sich dann draußen rum. Und dann wird immer so ein bisschen durchgetauscht. Also es ist eigentlich immer nur eins gegen eins. Und ja, das war halt ein bisschen schade dann. Aber insgesamt sah es auf jeden Fall nach einem deutlich ernstzunehmenderen Match aus als Frauenmatches in den letzten 10 Jahren. Also von daher war das schon gut. Also es war ein Match, das es durchaus verdient hat, auch ein WrestleMania-Match zu sein. Ich finde, sie haben Nia Jax in dem Kampf sehr gut aufgebaut. Das läuft gerade echt gut für sie, muss man schon sagen. Also für ihre Möglichkeiten. Und ich weiß, dass ganz viele Leute sie nicht mögen, weil sie ist natürlich wrestlerisch auch ein bisschen beschränkt, sagen wir mal so. Aber
Ich bin halt generell ein Fan von Powerhouses und ich finde, sie macht das schon gut und sie ist wirklich mal ein anderer, so ein anderes Geschmäckle in der ganzen Frauenliga bei der WWE. Am Ende stand Bayley immer noch mit ihrem Titel da und das fand ich ein bisschen unglücklich. Warum hat Bayley sich nicht erst bei WrestleMania den Titel wieder zurückgeholt? Das ist so ein bisschen blöd gewesen, ne? Charlotte hätte eigentlich bis dahin einen Run haben müssen, immer wieder in den Pay-Per-Views gewinnen, immer wieder dominieren und so weiter und so fort. Und jetzt in dem Moment hätte Bayley das Ding holen müssen. Dann wäre, glaube ich, das Dach von der nicht vorhandenen Halle abgehoben, weil wir waren in einem Open-Air-Stadion, weil sie genau diesen Moment erreicht hat. Und da ging es auch so ein bisschen mit ihr durch. Und das fand ich auch ganz schön am Ende, als sie den Titel nach oben hielt und merkte, scheiße, ich stehe wirklich gerade bei WrestleMania und halte den Champion-Titel in die Höhe. Ich bin Women's Champion und das ist ja ihr Traum seit Kindheit. Es wird zumindest immer so verkauft. Und bei ihr glaube ich das auch wirklich. Ich finde das immer schön, wenn man dann sieht, wie die Emotionen so ein bisschen auch mit den Leuten durchgehen. Sie hatte da wirklich hart mit den Tränen zu kämpfen. Und ja, war schön. Direkt im Anschluss wieder ein Match mit einem ganzen Haufen Leute. Und zwar war es das Raw Tag Team Championship Match. Ursprünglich war es ja geplant als Triple Threat Tag Team Match. Aber dann kam ja The New Day, die, ich weiß nicht warum, als Hosts dargestellten Leute dann rausgekommen sind. Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Die Hosts dieses Jahr, also wurden ja als New Day, wurden ja als Hosts angekündigt. Ganz am Anfang kamen sie rein in so einer Art Final Fantasy Outfit. Ich habe es nicht so ganz erkannt, weil ich mit Final Fantasy jetzt nicht so unheimlich krass verbunden bin. Aber gut, es hat natürlich auch damit zu tun, weil Final Fantasy 14 Online, diese total gecrashte Version, die jetzt relaunched wurde, sponsert ja die WrestleMania unter anderem und neben Snickers. Das wurde ja dermaßen ins Auge gedrückt die ganze Zeit, dass es schon weh tat. Ja, also unter Hosts habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, weil sie kam ja insgesamt nur drei oder vier Mal raus und es waren dann noch immer sehr kurze Auftritte, auch wenn sie lustig waren. Der erste Auftritt war natürlich der lustigste mit diesen total kranken Outfits. Jetzt kam ein kleines anderes Auftritt von ihnen. Es wurde angekündigt, dass noch ein viertes Team mitmacht und The New Day haben das richtig gut gemacht, indem man zuerst dachte, klar, das Publikum hat sofort angefangen mit Chants, die sich dann auch bewahrheitet haben, aber man hat natürlich zuerst gedacht, ja, wer könnte denn dieses Team sein? Hu, hu, hu. Und man dachte schon, ja, wir sind's natürlich, aber nein. Die Hardy Boys sind zurück. Endlich wurde auch Zeit, solange sie noch echt ein paar Jahre was reißen können, war das eigentlich auch nur ein Muss. Es musste passieren. Und es ist passiert und es ist endlich passiert. Ja, nur leider mit ihrer Attitude-Era-Musik. Aber ich weiß nicht, sie durften ab und zu mal Delete und sowas sagen und Matt Hardy hat auch die ganze Zeit sein... Das heißt, vielleicht bringen sie das Broken-Gimmick, auch wenn dieses Broken-Gimmick absolut nicht funktionieren würde in der WWE, weil was sollen sie in der WWE machen? Da anfangen irgendwelche Top-Tag-Teams aus Indie-Promotions erwähnen, nur mit verdrehten Namen oder so? Das macht WWE nicht. Das, weiß ich nicht. Irgendwas müssen die sich da schon noch überlegen. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass sie zurück sind. Ich habe mich sehr zusammengezogen, als Jeff Hardy von dieser 20-Foot-Leiter runtergekracht ist, aber eben nur Cesaro erwischt hat und nicht Sheamus, der ja direkt daneben lag. Das heißt, die beiden sollten sich eigentlich den Impact teilen, aber ja, Sheamus hat dann im Endeffekt nur so ein bisschen den Unterschenkel auf den Dates gekriegt. Cesaro hat das Ding voll mit der Hüfte gefressen. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Ich habe noch nicht irgendwie nachgeforscht, aber das war ein bisschen unschön. Aber, wie Jeff Hardy schon sagte, ich bin 39 und kann immer noch von einer 20-Fuß-Leiter springen, ohne mir die Haxen zu brechen. Ja, astreine Sache. Von daher, willkommen zurück, Hardy Boys. Mal gucken, was passiert. Vielleicht kriegen wir sogar eine Broken Leiter. Wahrscheinlich nicht, aber mal gucken. Wer weiß, was noch kommt, so als Manager oder so. Das wäre cool. Das war natürlich ein geiler Moment. Und in dem Moment war mir auch klar, alles klar, deswegen macht ihr ein Leitermatch, alles klar, deswegen kann jeder den Titel gewinnen, weil klar, am Ende sind die Hardys als Gewinner rausgegangen, der Move von der Leiter runter auf Cesaro, boah, ich bin gespannt, ob er sich was getan hat, weil das sah übel aus. Schöner Moment, richtig geiles Match auch, hat mir richtig Laune gemacht, da waren schöne Spots drin, es hat von vorne bis hin einfach Bock gemacht. Ich liebe Leiter-Matches, das kommt aber auch dazu. Ne? Über das nächste Ding will ich bitte ganz schnell drüber reden, weil es war abzusehen, es war so offensichtlich. John Cena und Nikki Bella gegen The Miz and Maryse, ein Match, das passiert ist.
ein Match, das viel zu kurz war. Das war ja so gut wie ein Squash-Match. Und es hatte ein Finish, das überhaupt keine weitere Storyline irgendwie zulässt. Ich hatte ja anhand der ganzen Promos der letzten Wochen von John Cena gedacht, ah, okay, könnte ein Heel-Turn bei rumkommen. Sehr geil. Immer seine Nummer von wegen, I'm John Cena, recognize! Und dann so ein bisschen so einen etwas anderen Stick gerissen. Das wäre cool gewesen, aber nein. Einen der beschissensten Moves im Wrestling aller Zeiten, diesen Five-Knuckle-Shuffle, dann einfach mal im Doppelteam gemacht. Exakt das, was schon bei SmackDown die Ausgabe vorher oder vorvorher lief. Genau dasselbe. Der gleichzeitige Finisher, dieses Angucken und wir machen gleichzeitig den hier wie You Can't See Me und Five Knuckle Shuffle und so. Ey, totaler Bullshit. Schon genauso bei SmackDown gesehen. Und das war, glaube ich, genauso auch in der Promo schon drin zu dem Kampf. Also, nee, das war nix. Und dann der Heiratsantrag. Das heißt, Miz und Maryse wurden jetzt nicht nur vernichtend verprügelt bei WrestleMania. Und das heißt, die werden ab jetzt wahrscheinlich auch nirgendwo mehr großartig hingehen, sondern auch alle Argumente gegen John Cena und Nikki Bella, die vorher kamen, ne, dieses ganze Feuer, was da geschossen wurde, wurde durch den Heiratsantrag dann auch vernichtet. Wer weiß, es wurde ja auch von Kindern gesprochen vor dem Match, vielleicht führt das ja nochmal irgendwo hin, aber ja, Miz und Maryse sind jetzt ganz unten unter den Teppich gekehrt. Ist schade, hätte man sich auch sparen können, das ganze Ding, aber naja, ist passiert. Danach eins meiner Highlights des Abends, von vorne bis hinten fesselnder Kampf, klar, ein paar Längen irgendwie drin, generell, einige Kämpfe waren ein bisschen zu lang, unter anderem auch dieser jetzt, aber trotzdem durchgezogen, wie die Profis, wie sie es nun mal auch sind, und ich war echt zufrieden mit dem Ding, auch mit dem Ergebnis, habe ich aber sowieso mitgerechnet, weil es muss für den weiteren Storyverlauf so kommen. Seth Rollins muss das neue Face irgendwie werden und ich habe nicht umsonst das Shirt heute angezogen, weil ich fand den Kampf richtig geil. Ne? Ich fand den Aufbau dahin ganz nett, irgendwie das mit der Verletzung habe ich nicht so richtig abgenommen. Ich sag mal so, es ist ganz offensichtlich, damals, als Seth Rollins wiederkam nach seiner wirklichen Verletzung, ist, glaube ich, für ihn das Ganze nicht so abgehoben, wie sich die WWE das gedacht hat. Und deswegen haben sie gedacht, okay, dann verletzen wir ihn offensichtlich nochmal und bauen das Ganze krasser auf, ne? Indem er wirklich dann gegen die Authority und was weiß ich. Ne? Und ich finde, jetzt hat es auch funktioniert. Aber wie gesagt, sie haben es auch ein bisschen übertrieben mit dem Geworker am Bein und mit der Verletzung. Das war immer so ein bisschen das bittere Beigeschmäckchen. Aber ansonsten der Kampf super. Ne? Das Hin und Her und dann sah es doch kurz nach Triple H aus und dann kam der Hammer raus und also wirklich eine schöne Dramatik irgendwie in dem Match. Und dann der Moment, als Seth Rollins Triple H gegen Stephanie, die am Ringrand stand, geschubst hat und diese durch den Tisch flog, der die ganze Zeit draußen stand. Er dadurch so geschockt und abgelenkt war, dass Seth Rollins ihn nehmen konnte, ein Pedigree verpassen konnte, das Ding abgeräumt hat. Das war einfach ein schöner Aufbau, weil das hat Max ja an dem Abend auch schon gesagt, das wird er wahrscheinlich auch gleich nochmal sagen. Er hat in dem Moment zwei Moves beim Publikum vollbracht, die man besser, glaube ich, gar nicht machen konnte. Er hat die GM, also die General Managerin von Raw, die auch keiner ja leiden kann, weil sie immer ihre Rolle auch sehr gut spielt, verletzt und gedemütigt, ohne sie zu berühren und gleichzeitig noch seinen großen bösen Widersacher auch ordentlich umgeholzt. Ne? Bray Wyatt und Randy Orton mag ich beide sehr gerne. Allerdings war das Match super langweilig und Bray Wyatt hat jetzt die Superkraft, dass er ja Projektoren verzaubern kann. Er kann Regenwürmer auf den Ring projizieren lassen. Ich habe das streckenweise gelesen, dass Leute gesagt haben, boah, ist das geil, boah, wie geil, oh, voll gruselig. Ich fand's einfach albern, weil es hat das Match unnötig lange gemacht irgendwie. Weil ich meine, Randy Orton-Matches sind eh nicht unbedingt immer die schnellsten. Und Bray Wyatt-Matches ja eigentlich auch nicht. Und dann haben die da noch dieses ganze Regenwurm-Gelümmel da. Das weiß ich auch nicht, das war einfach ein bisschen über. Ne? Gut, dass Randy Orton gewonnen hat, finde ich schade. Ich finde, Bray Wyatt hat es einfach mal verdient, bei WrestleMania zu gewinnen und wirklich mal einen Championship-Run zu haben. Wer weiß, vielleicht kommt er ja jetzt tatsächlich mit dem überarbeiteten Bo Dallas, also mit seinem im echten Leben Bruder irgendwie zusammen, gründet dann so eine neue Faction und dann können die wieder mal was reißen, weil dieses ganze Bray Wyatt Follow the Buzzards Ding ist irgendwie durch. Also da kriegt er ja keine 2 Cent mehr mit.
Deswegen hoffe ich, dass da echt was bei rumkommt. Das war sehr schade. Wieder Randy Orton als Champion. Ja, müssen wir mit auskommen. Bin gespannt, was jetzt passiert, weil eigentlich gehört ja gar keiner mehr zur Family. Jetzt bis auf Eric Rowan. Aber wann sieht man den mal? Es gibt ja Pläne, Bo Dallas irgendwie da reinzubringen. Da bin ich sehr gespannt. Aber das Match an sich hat mich jetzt definitiv nicht enttäuscht. Es war jetzt auch nicht so das absolute Überding, aber richtig solide, typisch WrestleMania. Und am Ende schön Randy Orton mit dem Titel wieder. Ich gönne es ihm. Er ist echt ein guter. Und Maxi sagte an dem Abend schon was Schönes. Und zwar, bei ihm sieht alles so leicht aus. Die Bewegungen fließen, er hat die Moves gut drauf. Also man merkt, dass seine Familie seit Ewigkeiten im Wrestling-Business steckt und dass er das atmet seit Kindheitstagen. Und ich finde es gut, dass er nochmal einen Titelrun bekommt. Schön. Also wirklich gut gemacht. Von Anfang bis Ende. Hier kann man der WWE eigentlich nur gratulieren. Ne? Match war absolut solide, WrestleMania würdig. Die Storyline bis dahin über alles erhaben, wie ich jetzt mal sagen würde. Gerade in Bezug auf die WWE, wo es ja auch ganz, ganz oft totalen Blödsinn zu sehen gibt. Ne? Brock Lesnar gegen Goldberg. Ich hätte gedacht, es wäre noch kürzer gewesen. Das Match war ja auch nicht mal 5 Minuten lang, aber es war immerhin ein bisschen Match. Zwar haben sie überhaupt gar nichts gemacht, außer ihre besten Moves gezeigt. Also es waren ja eigentlich nur German Suplexes, Spears, ein F5, ein Jackhammer gab's. Und das war's ja auch eigentlich. Also kein Schlag, kein Kick, kein irgendwas. Das war ja tatsächlich nur das. Aber dafür war es geil, also wie dann Goldberg direkt nach einem Move sofort wieder aufgestanden ist und ihn schnell mit einem Spear weggekloppt hat und so. Das war halt WrestleMania. Das ist kein Wrestling-technisch hochwertiges Ding oder so, kein First-Class-Wrestling. Aber mein Gott, es waren zwei große Fleischbrocken, die gegeneinander gerannt sind und ja, halt WrestleMania, dafür war's gut. Und das war der Kampf, vor dem ich ein bisschen Angst hatte, weil ich dachte, weil Goldberg ist so eine Enttäuschung mit seinem Comeback. Er hätte bis auf Bodybuilding auch mal ein bisschen Ausdauer und Technik trainieren sollen, weil das ist wirklich peinlich. Sein Spear ist eigentlich nur ein Rambock. Ne, er nimmt so Anlauf und springt kaum ab. Also es sieht sowas von schlecht aus. Der Start war direkt super, ein paar German Suplexes und es sah so aus, okay, Brock Lesnar haut ihn jetzt einfach nur zu Moose. Und dann kam Goldberg auf einmal wieder und hat wieder seine komischen Spears und seinen Jackhammer ausgepackt. Jetzt ist mir endlich wieder eingefallen. Und man dachte schon, ach du Scheiße, dreht sich das Ding jetzt wieder. Und Gott sei Dank hat Brock Lesnar wieder die Oberhand bekommen. Und es war technisch und alles ein Witz, das Match. Ne? Also grundsätzlich, wenn man drauf guckt, muss man sagen, scheiß Kampf. Aber es war halt ein Brawl. Ne? Und ich mag Brawls, ich mag Powerhouses. Und von daher bin ich mit dem Match eigentlich zufrieden, vor allem deswegen, weil Brock Lesnar endlich wieder gewonnen hat. Er hat endlich wieder ein bisschen was von seiner seiner Glaubwürdigkeit zurück, auch wenn das ganze Ding mit Goldberg für ihn ein absoluter Reinfall war, auf jeden Fall. Und jetzt, vorm absoluten Main-Event, haben sie dann doch noch die SmackDown-Women dazwischen gepröppt und das war so ein bisschen blöd. Hätten sie zum Beispiel nach Cena gegen The Miz machen können. Das wäre ein Moment gewesen für die Mädels. So wirkt es wirklich nur wie, oh, das muss aber auch noch gemacht werden, sonst müssen wir ja noch bis Dienstag warten, bis die Titel da neu vergeben werden. Das Match an sich wirkte sehr gehetzt. Man merkte, dass man den Mädels gesagt hat, ey, Mädels, macht hin, wir haben kaum noch Zeit, beziehungsweise wir sind schon hinten am Plan dran oder was. Und man hat sofort am Entrance gemerkt, wer gewinnen wird. Weil natürlich war es ja hier Hometown von Naomi und die ist auch als Letzte reingekommen, hatte 5-mal so viel Zeit für ihre Entrance wie die anderen. Wahrscheinlich wurde auch extra so lange gewartet mit dem Match, damit es komplett dunkel ist, damit dieses Schwarzlichtgedönse da funktioniert. Aber Naomi ist auch eine gute Wahl für einen Champion jetzt. Inzwischen hat sie sich im Ring doch tatsächlich so weit verbessert, dass sie das auch ganz gut tragen und verkörpern kann. Ich fand das Match sehr gut. Es war sehr kurz. Man hat gemerkt, dass sie sich sehr beeilen mussten, aber alle haben irgendwie ihre Spots reingekriegt. James Ellsworth hättest du dir völlig sparen können. Aber gut, der hat ja dann auch zu Recht auf die Schnauze bekommen. Und ja, das war dann das. Ich hätte mir gewünscht, dass Becky Lynch wieder Champion wird. Die mache ich ja sehr gerne im Ring. Aber naja, man kann ja nicht immer alles haben. Naomi ist auch gut. Und deswegen mal gucken, wie es da jetzt weitergeht mit dem neuen Champion. Hoffentlich kommt da auch was Gutes bei rum. Und auch bei ihr gingen die Emotionen ein bisschen durch, als sie merkte, scheiße, ich stehe mit dem Titel. Es ist WrestleMania. Und da rannten die Tränen runter. Ich fand's schön. Ich gönn's ihr auch.
Aber gerade bei den SmackDown-Mädels gibt es natürlich so ein paar andere Hochkaräter auch noch, ne? Wie eben Becky Lynch oder Alexa Bliss, ne? Die ja auch sich unheimlich gemacht hat. Bin ich richtig erstaunt, was sie für eine Entwicklung mitgemacht hat. Und zu guter Letzt, der traurigste Punkt an WrestleMania, das Main Event Roman Reigns gegen den Undertaker. No holds barred. Ich hab, als sie es angesagt haben, verstanden, no disqualification. Da hatte ich schon gehofft, dass irgendwie Finn Balor reinkommt, das Ganze unterbricht und dann irgendwie der Schüler vom Undertaker wird oder so. Nein, das ist natürlich nicht passiert. Es war no holds barred. Trotzdem hat der Ref versucht, den Hell's Gate irgendwie zu unterbrechen. Also diesen, Submission Move von, der so ähnlich ist wie ein Triangle Choke vom Undertaker. Das Match war richtig übel. Der Undertaker sieht zwar tatsächlich besser aus, als er vor 3 Jahren noch aussah, als er wirklich schon vorm Match aussah, als würde er jeden Moment zusammenbrechen. Aber das war echt nicht schön. Also, und Roman Reigns ist halt doch einfach absolut nicht der Typ, der andere gut aussehen lassen kann. Das war furchtbar. Hätten sie Roman Reigns zum Heel gemacht, hätte es ihm zumindest einen Grund gegeben, ihn kaputt zu machen. Gut, das wäre insgesamt wahrscheinlich in die Hose gegangen. Und ist ja auch überhaupt nicht irgendwie Ziel der WWE, aber was will man denn sonst machen? Ich meine, das Übelste war, als Roman versucht hat, den Undertaker so hoch zu hieven für einen Tombstone Piledriver und es nicht geschafft hat. Wo der Undertaker sich dann einfach nicht mehr also wo er nicht mehr so mithelfen konnte und wo er dann einfach nur am Boden hing wie so ein Kartoffelsack. Oder eben bei diesem Hell's Gate Spot, wo der Undertaker irgendwann bölkte und wo er dann einfach nur da reglos lag, wo ich auch dachte, ist der jetzt tatsächlich K.O. gegangen, während der Roman Reigns im Hold hat irgendwie, weil er sich irgendwie mit dem Bein vielleicht ein bisschen Luft abgedrückt hat oder so. Also das war echt alles übel und man hat die ganze Zeit immer nur gedacht, nicht auf die Hüfte. Oh, fuck. Das war echt hart mit anzusehen und man hat auch gemerkt, dass Roman Reigns durchgehend irgendwie die ganze Zeit dachte, oh nee, das will ich nicht. Nee, ich will das nicht tun. Aber er muss ja machen, wie es ihm gesagt wird. Ne? Undertaker ist ja auch oldschool, der will das ja auch. Ja. Boah, das war dermaßen unwürdig dem Undertaker gegenüber. Der Start war gut. Ne? Es ging los, der Undertaker stürmt auf Roman Reigns zu, schmeißt ihn aus dem Ring, haut ihm kräftige Schläge, sah gut aus. Ne? Kräftige Schläge, schubst ihn aus dem Ring raus, sagt, hier, das ist immer noch mein Yard und so weiter. Und das war ein richtig guter Start. Und ich dachte, boah, cool, das könnte wirklich was werden. Das wäre so schön. Roman Reigns hat versucht, ihn zu schonen. Das hat man auch gesehen. Und es ist eigentlich falsch. Und das ist das Hauptproblem, was ich mit Roman Reigns habe. Es ist nicht das, weil ihn alle möglichen hassen oder weil man sagt, ja, die WWE will ihn ja nur ohne Ende overbringen, um jeden Preis, bla bla bla. Das ist es gar nicht, sondern ich finde Roman Reigns deswegen nicht so geil, weil er es nicht schafft, das Match alleine zu tragen. Ein John Cena kann auch ein Match, wo du genau weißt, das ist nicht ausgewogen. Und es war ja auch da. Roman Reigns ist in der Blüte seines Lebens. Der strotzt vor Kraft und der Undertaker ist halt am Ende. Man hat es schon an seinem Gang gesehen. Die Hüfte macht ordentlich Probleme. Deswegen gab es auch nicht hier den Oldschool übers Ringseil und so. Das war ja auch schon abzusehen. Aber ein John Cena hätte so ein Match tragen können und hätte das Ganze auch vernünftig zu Ende bringen können. Und Roman Reigns schafft es halt nicht. Roman Reigns kann gute Matches machen, wenn er getragen wird. Und das war in dem Fall einfach nicht mehr möglich irgendwie. Das Netz regt sich aktuell total auf. Kann ich grundsätzlich verstehen, weil es war wirklich eine miese Vorstellung. Es ist eigentlich eine Demütigung für den Undertaker, dass das jetzt sein letztes Match gewesen sein soll. Aber er muss natürlich in so einer Situation verlieren. Er muss ja legitim sagen können, okay, ich sehe ein, es ist nicht mehr mein Yard. Was soll man sagen, ne? Klar, danach war es dann wieder sehr, sehr geil, als Undertaker dann seine Handschuhe im Ring gelassen hat, seinen Hut, seinen Mantel und dann mit der erhobenen Faust da in die Rampe gelassen wurde. Aber das Match selber. Und vor allem dann, als das Match zu Ende war, dann die Roman Reigns Musik und er ist da am Feiern und er hat quasi das Schlimmste überhaupt gefeiert, was Pro Wrestling in den letzten 50 Jahren passiert ist, nämlich dass der Undertaker komplett sein letztes Match richtig
fast peinlich verloren hat. Und ja, war alles sehr, sehr bitter. Ja. Aber gut, es war gut, dass der Undertaker sein letztes Match tatsächlich hatte. Das hat das Match auch deutlich gezeigt, dass er nicht nochmal eins haben sollte. Und hoffen wir, dass er nächstes Jahr in die Hall of Fame kommt, was sehr interessant werden könnte. Weil er war ja nie außer Character. Er war ja immer in Kayfabe, wenn er für die WWE einen Auftritt gemacht hat. Mal gucken, ey, was da passiert. Mal schauen. Das Ende fand ich grandios. Jetzt nicht des Matches, sondern das Ende von WrestleMania. Als der Undertaker eigentlich aus dem Ring raus wollte, er hatte ja dann wieder seinen ganzen Mantel, Hut und so auf und wollte gerade aus dem Ring, kommt wieder zurück und nimmt sich dann da ganz langsam und bedächtig die Handschuhe ab, legt die in die Ringmitte, zieht seinen Mantel aus, faltet ihn, putzt ihn nochmal ab, legt ihn in die Ringmitte, nimmt ganz langsam seinen Hut ab und legt ihn dazu und der Moment, wo er gerade seinen Hut hochnehmen will, sieht man, wie er einatmet und wie die Lippe auch wackelt dabei. Der war am Ende, der Typ. Ne? Also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man da seit 1984 im Ring steht und jetzt das Ding an den Nagel hängt. Und man hat es an den Augen gesehen von ihm und auch von Roman Reigns. Sie waren sich absolut sicher, dass das Match eine Katastrophe war. Dass sie sich zu viel vorgenommen haben, dass das alles scheiße war. Es ist auch einiges schief gegangen an Moves. Es war wirklich eine Katastrophe, also wirklich. Und es hat immer so wehgetan im Herz. So, man wollte es nicht sehen, aber oh Mann. Ne? Also das war so dieses Feeling die ganze Zeit dabei und das war so traurig irgendwie. Ne? Und ich will gar nicht wissen, wie der sich jetzt fühlt. Ne? Und dieser Abgang war wirklich episch. Ich muss ehrlich gesagt wirklich mit den Tränen kämpfen, weil man wirklich merkt, scheiße, das Ende einer Ära, tatsächlich, ne, da geht der letzte Wrestler, den ich aus meiner Kindheit kenne, geht jetzt in den absolut verdienten Ruhestand und eigentlich ist es viel zu spät. Der gute Typ hätte vor mindestens 2 oder 3 Jahren sich verabschieden müssen, ne, die Niederlage gegen Brock Lesnar damals, das war natürlich ein absoluter Move von der WWE, hat Brock Lesnar auch richtig legitim nochmal gemacht. Und irgendwie kurz danach hätte finito sein müssen, ne, weil er hat die Streak verloren und ab da wurde nur noch rumgeeiert und man hat ja auch von Jahr zu Jahr gemerkt, wie schlecht die Verfassung vom Undertaker ist und wird und boah, ich weiß, ich rede jetzt gerade sehr, sehr viel darüber, aber es liegt mir auch echt am Herzen, weil der Undertaker ist einer meiner Lieblinge neben dem Ultimate Warrior so und also so einfach aus Nostalgiegründen. Es gibt natürlich heutzutage technisch und auch vom Superstardom und so noch einige viel geilere Wrestler, definitiv zugegeben. Aber der Undertaker, ey, das ist eine Legende. Das ist halt der bekannteste Wrestler der Welt, so, ne? Und ich glaube, ohne ihn wäre das Ganze auch nie so riesig geworden. Aber sie haben es leider zu lang gezogen. Spätestens letztes Jahr wäre er eigentlich fällig gewesen, weil sie waren in seinem Heimatstaat. Warum haben sie es nicht da gemacht? Mit diesem Ende hat man jetzt keinem einen Gefallen getan. Der Undertaker musste sich für Roman Reigns hinlegen. Ich habe letztes Jahr spekuliert, was bei Shane gegen Undertaker passiert. Und das wäre eine klasse Fantasy-Booking und es ist natürlich einfach eine Fantasie. Aber in meinen Augen ist es immer noch das beste Ende gewesen, was möglich wäre. Jeder hätte erhobenen Hauptes da rausgehen können und so weiter. Hier, das war eine Situation, was willst du daraus machen? Wenn der Undertaker gewinnt, ja klar, hätte das Publikum gejubelt, ne? Roman Reigns, man hätte damit auch Roman Reigns den Weg ein bisschen weiter verbaut. Aber was hätte man noch machen wollen mit dem Undertaker? Man hat es ja gemerkt, er ist am Ende, er muss aufhören, seiner Gesundheit zuliebe und ja, einfach um diesen Mythos noch so halbwegs glaubwürdig zu lassen. Verdammt, ich habe so viel dazu erzählt jetzt, aber es liegt mir auch wirklich am Herzen. Verdammt, ne? Es ist jetzt soweit. Man weiß seit Jahren, dass dieser Moment kommen wird, aber jetzt war es soweit. Und das natürlich ans Ende der WrestleMania zu setzen, war natürlich auch genau der richtige Zug. Und wie sie es gemacht haben, war gut, aber der Weg dahin war leider unwürdig. Ja, ihr lieben Wrestling-Nerds, das war unser Recap zu WrestleMania 33. War jetzt so eine richtig große Tüte gemischtes Buntes, da war alles dabei. Von absolutem Grütz. Ich sag nur Andre the Giant Memorial Battle und das Main Event leider auch, bis hin zu richtig geilen Kämpfen. Aber, was auch ein Freund von mir meinte, das absolute Highlight, der absolute Wow-Moment hat irgendwie gefehlt. Ne? Das war JR, also Jim Ross, habe ich noch gar nicht angesprochen, hat hoffentlich Maxi angesprochen. Es war natürlich
ikonisch, dass er auf einmal auftaucht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass seine Frau letzte oder vorletzte Woche gestorben ist und man gar nicht wusste, ist er bei WrestleMania Week überhaupt dabei? Und auf einmal kommt er zur WWE zurück und kommentiert den letzten Kampf, was definitiv hätte besser laufen können, weil er hat sehr wenig gesagt, aber er war da. Das war schon geil genug. Also cool, totale Überraschung. Und auch die Hardys. Ansonsten, die Legenden haben gefehlt. Es sind keine alten Legenden aufgetreten. Wo war The Rock? Ich meine, gut, ich habe ihn jetzt nicht groß vermisst, weil das Segment mit The Rock ist immer dermaßen lang. Es war einfach nicht die Zeit dafür. Ja, der Auftritt von Pitbull und so, das war natürlich alles so. Klar, so ein Musik-Act muss sein, aber ich bin mit dieser musikalischen Ausrichtung der Haupt-Pay-Per-Views nicht einverstanden. Das ist mir alles zu poppig irgendwie. NXT macht das musikalisch deutlich besser, indem da noch die Gitarren und so kreisen. Ja, aber es ist eine WrestleMania, die besser war, als ich befürchtet habe, die aber auch so ein bisschen hinter, ich sag mal, Hoffnungen und so zurückgeblieben ist. Und ich bin gespannt, wie die WWE das Ganze weitermacht. Heute Nacht läuft Raw, ich werde es morgen direkt schauen. Und ich bin richtig gespannt, wie der Scheiß weiterläuft, weil einige Storylines sind null nach vorne gekommen, andere sind komplett vor die Wand gefahren worden und ganz, ganz wenige bin ich wirklich gespannt, wie die weiterlaufen oder beziehungsweise was jetzt mit den Leuten gemacht wird. Ne? Ja, im Fazit kann ich nur noch mal sagen, was ich auch eingangs schon gesagt hatte. Es gab schon schlechtere WrestleManias, definitiv. Die letzten Jahre waren viel, viel schlechter als dieses Jahr. Es gab aber auch deutlich bessere, aber man sieht, dass es wieder in eine bessere Richtung geht und das lässt aufatmen. Und ja, war sehr schön anzuschauen, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, Höhen und Tiefen gehabt. Vor allem das Ende war natürlich ein Tief. Das ganze Main Event war ein sehr, sehr starkes Tief, aber zwischendurch viele Überraschungen gehabt. Nämlich, dass die Hardys zurück sind. Der eine hatte ja immer gesagt, nein, wir kommen nicht zurück, wir haben nichts mit der WWE am Hut. Und der andere hat genau das Gegenteil gesagt. Da musste man immer schauen, was man jetzt eher glauben möchte. Und ja, Styles, Shane McMahon war viel besser als gedacht. Owens, Jericho war viel besser als befürchtet. Und ja, die Women's Matches waren gut. Wirkliche Enttäuschung war eben das Cena, Nikki Bella und Miz Maryse Match. Und so schlängelt sich das dann eben hoch und runter, wie es halt so ist. Ne? Schade ist eben gewesen, dass kein Steve Austin oder irgendein Alter zumindest mal Hallo gesagt hat. Ne? Aber ist dann auch wieder ein Zeichen, dass sie wieder mehr Vertrauen ins eigene Roster haben, hatte ich auch schon gesagt. Also das kann man, glaube ich, auch als was Gutes sehen. Und in diesem Sinne bin ich froh drüber, es gesehen zu haben. Bin ich froh drüber, was passiert ist und freue ich mich umso mehr darauf zu sehen, was in der nächsten Zeit daraus wird. Wie dem auch sei, meine lieben Leute, ich mache nochmal hier meine Wrestling-Hand drauf. Sag, schön, dass ihr dabei wart. Danke an Maxi für seine Eindrücke. Pull mich noch so ein bisschen am Ohr. Sag, schreibt mir ruhig mal Kommentare. Habt ihr WrestleMania geguckt? Was fandet ihr geil? Was fandet ihr scheiße? Was ging gar nicht? Was war richtig awesome und so? Würde mich wirklich interessieren. Gerade hier bei WrestleMania können wir noch ein bisschen mehr Austausch gebrauchen. Ne? Schön, dass ihr dabei wart. Immer schön schroff bleiben. Bleiben Sie geil und kommen Sie wieder. Bis dahin. Ja. Ne? Ja. Ja.